Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Es wird immer blauer hier, stelle ich fest. Es wird wirklich immer blauer hier. Sehr merkwürdig. Ah, guck mal, die Haie sind noch da. Wie schön. So, das ist eine ganze Weile her, wo ich jetzt aufgenommen habe. Aber ich habe ja gesagt, ich mache jetzt mal Pause, bis ihr mit den Kommentaren hinterher kommen konntet. Und das habe ich auch genutzt. Ich habe... Nee, das nehmen wir doch gleich mal. Ich weiß nicht, wir werden mal gucken, was wir machen. Wir werden mal schauen, was wir machen. Die packe ich, wo kommen die überhaupt her? Merkwürdig. Die packe ich da mal rein. Brauchte ich die jetzt akut für irgendetwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Cured Baitfish. Nö, wir können uns ja hier einen rausfischen und den mal kochen. So, es kam... ich habe mir heute mal aus den Videos die ganzen... Kommentare nur. Hier ist ja einiges los. Du kommst mit. Und ich will mal gucken, gibt es jetzt hier Babyfische oder gibt es hier doch keine Babyfische? Es soll wohl auch Babyfische geben. Der ist doch kleiner als die anderen, oder? Der ist Baitfisch oder nicht? Das täuscht so, ne? Ich glaube, wir sollten hier ein bisschen mehr Abwechslung. Wir brauchen noch einen von denen hier. Die sind voll süß. Und ein bisschen mehr Abwechslung müssen wir hier mal reinkriegen. Und wir brauchen noch einen Air-Sack. Lasst ihr mich wo runter, Jungs? So. Ja, bin die Kommentare durchgegangen und kann jetzt auch endlich mal in Ruhe wieder drauf eingehen. Kamen sehr coole Hinweise. Und natürlich erstmal vielen Dank. Ich habe die der letzten Folgen natürlich auch alle gelesen, die Kommentare. Das ist... Guckt, Reginald... Ja, super. Das ist natürlich klar. Also finde ich jedenfalls. Aber da habe ich mir jetzt nicht heute nochmal alle Namen irgendwie rausnotiert von Vorschlägen. Es kamen ganz, 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 ganz viele Vorschläge. Ich kann hier Creepvines reinpacken. So. Und zwar kann man wohl, wenn man hier unten... Ah, Use Planter. Left Click. Da kann man jetzt Sachen reinpacken. Das ist quasi hier in dem Boden. Und ihr habt mir geschrieben, hier wächst doch schon ein bisschen was, oder nicht? Kommt da noch was nach? Und wo sind überhaupt die ganzen Eier hin? Ich hatte doch mal viel mehr. Klar, die sind geschlüpft, aber ich hatte das Spiel ja gestoppt. Dann können die doch gar nicht schlüpfen, oder? Macht mir hier keine Angst. Ich weiß nicht, was ihr treibt, wenn ich nicht da bin. Eigentlich dürftet ihr nichts machen, wenn ich nicht da bin. Damit das klar ist. Dann können sich ja nicht alle verselbstständigen hier. Das möchte ich jetzt auch machen. Und wollte mir dann Creepvine oder die gelben Dinger da besorgen. Jetzt hat mir aber Blutengel geschrieben. Das ist wohl in der experimentellen jetzt gerade wohl abgeschaltet. Vielleicht haben sie es auch schon wieder angeschaltet. Wir werden es ausprobieren. Es könnte sein, dass es nicht funktioniert. So. Dann. Was machen wir jetzt mal? Eins, zwei und dann baue ich mir noch einen dritten. Dann baue ich mir noch einen dritten. Das Titan haben wir auf jeden Fall. Noch zwei. Dann kam... von Grim Reaper ein schöner Hinweis, ich sollte hier ruhig mal ein, zwei Schotten einbauen. Das sind diese großen, massiven Stahltüren. Für den Fall, dass sich jemand fragt, was ein Schott ist. Weil ein Schott verstärkt auch die Basis. Und er hat gesagt, jo, können wir mal machen. Bin mal gespannt, um wie viel. Und er schrieb dann, glaube ich, noch um, war er das? Ich glaube, er. Plus 7 oder so. Das ist ja schon eine beachtliche Sache. Das heißt, auf dem Weg darüber können wir gerne mal einen Shot einbauen. Da hätte ich wohl Lust zu. Und jetzt probieren wir erstmal das aus. Es kam nämlich von... es hat noch jemand anders geschrieben in den letzten Folgen. Ich habe den Namen nicht mehr. Bitte sonst nochmal Hand heben. Deshalb habe ich dir nur... von dem Freitagsvideo gerade von The Killjoy 001 kam der Hinweis, ich kann oder ich sollte mal hier mehr Kofferraummodule reinpacken. Ich habe ihn dann noch gefragt, was geht, und dann kam aber Christian U kam ihm zuvor
Er hat eine eigene Farmmotte gebaut. Die Idee finde ich sehr gut, eine Farmmotte zu bauen, mit einem großen Kofferraum. Und Moment, wir machen mal den Vergleich. Den möchte ich jetzt für mich auch mal eben sehen. So, wir haben jetzt einen Taschenplatz. Hä? Nanu. Ach, das erste Feld muss belegt sein. Ist ja ein lustiger Bug. So, das hat 4x4. Gut, so. Und jetzt packen wir die anderen rein. Und es ist die Frage, also 16 Felder hat es. Und jetzt hat es 4x4. Leute. Was erzählt ihr mir denn da? Du hast das doch bestätigt, dass das geht. Oder nicht? Sonst hätte ich jetzt ja nicht so viel hergestellt. Aber irgendwie sehe ich jetzt hier keinen Unterschied drin. Also ich hätte ja nicht gleich so viele hergestellt, sondern erstmal ein. Aber es kam wirklich eine Bestätigung, ja, das geht. Aha. Moment. Jetzt haben wir hier noch einen zweiten. Ach, cool. Es geht. Ah, Mensch. Geil. Der kriegt dann. Das ist ja cool. Das ist ja abgefahren. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die sowas gemacht haben. Ich dachte mir schon, Mensch, wenn man mir das aber so selbstbewusst schreibt. So. Dann muss das ja auch stimmen. Ja, und das stimmt ja auch. Voll geil. Das ist super. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir uns noch eine zweite Seemotte bauen, was? Welcome aboard, Captain. Ich würde sagen, dann sammeln wir einfach mal. Wir fahren mal eben. Wenn ich das mal wiederfinde. Richtung nach Hause. Also von da, wo wir eigentlich herkommen. Ui, poppt aber hier wirklich mal die Landschaft auf. Wow. Und besorgen uns mal diese. Na, wie heißt es noch? Na, diese Bay, an der man die Fahrzeuge baut. Und dann können wir die mal bei uns aufstellen. Weil ich jetzt auch nicht parat habe, was ich an Material für die Motte brauche. Vielleicht haben wir hier sogar noch ein paar Restmaterialien drin liegen. Das kann gut sein. So, wo treibst du dich denn rum? Irgendwo hier musst du doch da, bist du. Yay. So. Und mal gucken. Weil dann mache ich mir nämlich auch eine zweite Seemotte. Die finde ich nicht schlecht. Titan-Ingot, eine Powercell, zweimal Glas und Lubricant. Das sind doch alles Dinge, die sich realisieren lassen, ne? Moment, ich kann doch hier sogar 1, 2, 3. Ich glaube, 3 brauche ich davon. Kupfer? Könnte ich doch eine Batterie jetzt sogar schon herstellen. Oder sehe ich das falsch? Was brauchte ich denn nochmal für eine Batterie? Nö, da ist sie schon. Super, und dann gucken wir mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schön. Dann können wir hier noch ein Ingot herstellen. Das ist jetzt irgendwie unpraktisch, wenn ich mir hier eine Motte herstelle. Etwas, ne? Dann muss ich echt weit schwimmen. Das ist jetzt auch nicht das, was ich will. Nee, dann nehmen wir mal eine mit. Wow, hier ist aber echt noch viel Titan. Ach, wisst ihr was? Das nehmen wir mal mit. Dann können wir uns das Farmen jetzt erstmal sparen. Und dann machen wir mal die Kofferräume hier voll. Ja, hätte ich mit ihr aber darüber schwimmen müssen können, ne? Naja, wollen wir mal schauen. So, das und das geht da nochmal rein und das geht da mit rein. Dann kriegt die diesmal besser aufgenommen.
wenn ich oben drauf stehe und runter gucke, ne? Yay! So, wie groß bist du jetzt? Wo ist denn... Da, packen wir die da rein. Das wird ja wohl gehen. Oh, wie das geht. Schön, schön. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Das trinken wir mal. Den Pilz packen wir da auch mal rein. Dann düsen wir mal weiter. So. Und den Rest können wir dann auch bauen. Also bei uns an der Basis. Das sollte gehen. Will ich die Schwimmflossen noch mitnehmen oder nicht? Lasse ich die als Ersatzflosse hier. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe nämlich die Absicht, noch neue Creepvine Seed Cluster. Warum ist denn das so groß? Ach, da gab es übrigens eine wichtige Änderung, ne? Die muss ich euch gleich erstmal zeigen. Ach, guck mal, das haben sie auch überarbeitet. Bleiplatten. Das können wir auch mal alles mitnehmen hier. Dann machen wir es hier mal leer. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es wirklich komplett leer machen sollte. Nachher brauche ich doch noch irgendwas davon, von den Krams. Hm. Also hier. Schauen. Welchen Kofferraum habe ich denn jetzt noch nicht belegt? Okay, diese Seite, ne? Ja, ist aber echt schön. Das ist mal ein richtig geiler Tipp. So, dann würde ich mir nämlich wirklich mal eine zweite Motte bauen. Und dann kann man eine zum Farmen nehmen und eine für den anderen Krams. Wo ist denn jetzt mein... In die Richtung muss ich. Ah, da. Okay. Habe ich es nicht mehr gesehen eben. So. Dann kam von... das probiere ich gleich erstmal aus. Ich nehme erstmal das, was ich jetzt gerade noch nicht ausprobieren werde. Von Brain Game Factory und von auch wieder von Grim Reaper. Kam nochmal der Hinweis oder die Frage oder die Bitte, ich könnte doch in der Höhle da mal Scheinwerfer aufstellen. Ja, könnte man theoretisch machen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob die Scheinwerfer jetzt noch gehen, weil auch da hatte Blutengel irgendwas zugeschrieben. Nur... Ich finde die Höhle ja optisch sehr schön, weil es halt im Dunkeln leuchtet. Und das ist ja das Schöne daran. Und wenn ich da Scheinwerfer in die Höhle stelle, hätte ich jetzt Angst. Oder was heißt Angst? Aber bedenken, dass, dass man dieses ganze Fluoreszierende nicht mehr sieht. Und dann... verliert das schon einiges von der Optik, die ich da so zu schätzen weiß. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher. So, ich räume jetzt erstmal meine Kisten so sauber ein, wie ich es kann. Ich bin ja da mal eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, was das Einräumen von Kisten angeht. Das habt ihr sicherlich auch schon gemerkt. Was ist denn hier überhaupt drin? Krams. Ach, ja... Und den Quarz nehmen wir da mal raus und den packen wir aber mal da rein. Und hier haben wir schon Glas. Also die Bleiche kommt eher hier rein. Und das packen wir mal hier rein. So. Und das da rein. Und das können wir nochmal trinken. So, die anderen Sachen behalte ich. Ich glaube, der war... Nee, da war auch was drin. So. Ah, aber ein super Tipp. Das hätte ich nicht gedacht, dass da mehrere reingehen. Da wäre ich auch im Leben nicht... ich hätte mir die Frage gar nicht gestellt. Und dann hätte ich es halt auch nie ausprobiert. Das finde ich richtig gut. Tja, 4 Kofferräume. Wo gibt es denn sowas? Unglaublich. So, und ja, jetzt geht es nämlich schon los. Jetzt brauche ich, ich brauche mehr Schränke. Ich brauche nach wie vor mehr Schränke.
Pass auf, wir machen hier nochmal welche ran. Ich komme ja von vorne bis hinten nicht hin. So. Den einen. Und ich glaube, ich nehme hier... Ach nee, ich hatte ja noch einen Quarz. Nehmen wir einen zweiten dahin. Und hier kommt auch noch ein zweiter. So, dann kommt hier Essen. Essen rein und da kommen Medis. So. Das ist jetzt zwar irgendwie auch unzutreffend, aber ach nee, pass auf, da machen wir Roh und Gar. So machen wir das. Das ist jetzt auch nur eine Umschreibung, aber so, dann packe ich hier alles rein, was quasi fertig ist, was direkt benutzt werden kann, wie Wasser zum Beispiel oder First Aid Kits. Und hier packe ich Sachen rein, die damit zu tun haben, aber die noch irgendwie im Rohzustand sind oder verarbeitet werden müssen. Das ist gut. Genau. So, und dann kommen Metalle 1 und Metalle 2. So. Nehmen wir das hier mal was raus. Ah, mal dieses Kisten sortieren, ne? Aber so kann es jetzt gerade nicht weitergehen. So. Das ist das. Und dann haben wir hier noch Silber, Gold, Kupfer, Silber, Gold. Silber und Gold packe ich da rein. Silber, Gold, Blei, Mercury Ore. Ich weiß, dass Diamant kein Metall ist, aber ne, geht jetzt ja nicht anders. Und da kommt da Technik rein. So, Technik ist dann der ganze Krams hier, zum Beispiel. So, Batterien und sowas. Genau, Lasercutter. Und dann kann es hier auch mit Titan weiter. Puh, Moment, dann... So, also Technik da rein. Der Sea Light kommt... Ja, der bleibt ja jetzt aber gleich nicht drin. Weil der kommt jetzt gerade mal da rein. Und dann... Kommt das hier rein. Das ist noch ein Titan. Das ist noch Glas. Wo war ich? Da, ne? Tischkorallen. Das kommt zu Glas. Erstmal. Und das kommt in Rohmaterial, glaube ich, rein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, da brauche ich noch eine Kiste für Krams. Ich brauche noch eine Kramskiste, genau. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So, und jetzt holen wir noch hier den... Oh. Jetzt holen wir hier noch na, wie heißt es noch? Die Vehicle Bay raus, genau. Können wir auch gleich mal oben aufstellen. Wobei die soll ja angeblich Lecks verursachen. Wir werden mal gucken. Wenn das der Fall ist, dann... Tschüss. Oh, die braucht ganz schön lange, was? Hallo? Ja. Ist die immer noch nicht oben? Die muss da aufklappen. Okay, so, jetzt aber. Ist sie kaputt? Du musst da aufklappen. Hey. Ach, die muss ich erst ins Inventar nehmen und dann aufklappen. Das sah ja schwierig aus. Sieht ja interessant aus von oben. So, ich würde sagen, irgendwann jetzt demnächst werde ich mal Quarz holen. Weil ich würde hier ganz gerne noch mehr mit Glas machen.
So, was brauchen wir denn für so einen Shot? Na? Ei, sind die jetzt vernünftig mit drin? Die haben zumindest neue... Ah, hier, das ist auch neu. Receive Short Range Outward Communication. Und die haben ja wenigstens die Icons jetzt gemacht. Das ist ja gut. Gibt's sonst was Neues? Na, nee. Zweimal Titan und das kriegen wir doch hin. Dann machen wir uns hier einmal... Richtig, genau. Das haben sie geändert. Hier, Fiber Mesh. Dafür brauchen... Was ist denn Fiber Mesh? Habe ich auch noch nicht benutzt. Dann müssen wir das gleich erstmal durchgucken, was hier neu ist. Okay. Gut, dann machen wir das dann in Ruhe. Dann packe ich das erstmal wieder zurück. Und dann machen wir einen kleinen Mini-Ausflug, würde ich sagen. So, und zwar lese ich noch die anderen Sachen eben vor. Und zwar haben wir KHs, LPs und interessanterweise heißt er KHs, LPs, aber ich habe jetzt gar keine Let's Plays bei dir gesehen. So, Uwe Finkewitz, das war der letzte Kommentar, den ich heute vor der Aufnahme quasi gelesen habe. Geschrieben, man kann eine Hatch auch von unten einbauen in so einen Korridor. Tatsache, ich habe das nie probiert. Und dementsprechend soll ich auch Verstärkung und sowas. Das ist, dann hätte ich mir das Leben da vorne viel einfacher machen können. Es sieht, von innen sieht das eigentlich ganz cool aus, ne? Muss ich sagen. So blau. Ich habe das nie ausprobiert. Ob das auch von unten geht. Das ist irgendwie eine schicke Sache. Finde ich viel besser, muss ich sagen. Also ich wäre sonst nicht drauf gekommen. Und dann schreiben es mir gleich zwei Leute. Ich lasse die da jetzt aber drin. Ich finde, die sieht unheimlich lustig aus da. Obwohl wir könnten... die tut mir jetzt ja nicht weh. Ich will mal was probieren. Und die haben auch gesagt, ich könnte Verstärkung eben auch oben einbauen. So, Moment. Dafür bräuchte ich Lithium aber, ne? Und das habe ich nicht mehr, ne? Lithium habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir besorgen könnten. Mann, oh Mann, da bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich vielleicht meine die Biomfolge für den Mushroom Forest mit dem Let's Play hier selber drehe, anstatt den anderen Spielstand zu nehmen, weil da möchte ich sowieso rüber. Da könnte man zwei Dinge miteinander verbinden. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Wisst ihr das? Ich glaube, das mache ich sogar. Das wäre ja blöd, wenn wir jetzt zweimal rübergehen. Man kann Fenster auch oben einbauen? Tatsache. Das war mir auch absolut neu, dass man auch oben ein Fenster einbauen kann. Wie geil ist das denn? Das bringt mich jetzt auf die Idee. Nee, okay, das geht nun, das ist nun zu viel des Guten. Ach was, schau an. Und dann könnte man bestimmt auch so eine Reinforcement, ne? Nee, das kann jetzt sein, weil ich kein Material habe. Das wäre möglich. Das wäre durchaus möglich. Okay, ich besorge mir hier nochmal einen wehrlosen Fisch. Guck mal hier, da kommt auch schon mir direkt entgegen. Dann machen wir uns nochmal satt hier. Und dann würde ich sagen, warum nicht? Dann fahre ich jetzt in das Pilzbiom. Sammel da Lithium, dann sollte welches sein. Nimm die Biomfolge auf und ja, und danach nehme ich dann für euch weiter auf. Das andere ist ja auch für euch. So ist ja nicht, aber das können wir doch so machen. Warum nicht? Mir geht's ja sonst hier eigentlich ganz gut. Das passt doch. Doch mal irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, der Extrapreis für den Kommentar des Monats geht dieses Mal eindeutig an
komme hier nicht mehr runter. Ja. Geht diesmal eindeutig an Laurentius Rex, der mir einen großartigen Kommentar da gelassen hatte. Und ein Satz davon lautet, eine gelungene Mischung, also über Subnautica, über mein Let's Play, eine gelungene Mischung aus Improvisation und Planung, die nebenher auch noch charmant kommentiert werden. So, und Stefan Senf schlug dann vor, ey Mann, pack das doch in die Videobeschreibung. Und dann meinte, ja, ist geil, aber das klingt jetzt echt nach Eigenlob. Naja, kann man vielleicht auch abändern. So, eine Mischung aus Improvisation und Planung vom Tauchlehrer ihres Vertrauens oder so. Fand ich auf alle Fälle herrlich. Hat mich sehr amüsiert. Ja, so muss ein Kommentar aussehen. Ne? Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Okay, ich wünsche euch was. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Weiter im Keller bauen oder... ach, jetzt bin ich auch gar nicht mehr dazu gekommen, das Aquarium da zu füllen. Okay, machen wir. Wir versuchen es. Ich bringe alles mit auf den Rückweg. Das ist, das können wir versuchen. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Und dann gucken wir uns auch die neuen Sachen an, die wir hier craften können. Das ist auch etwas, was mich interessiert. Das machen wir dann auf alle Fälle in der nächsten Folge. Guti, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.